Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge vom realen Irrsinn. Und wir schauen uns heute mal etwas an aus einem Frankfurter Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, viel früher war, weil ich da bei meinen Großeltern war, väterlicherseits. Dass da mal was vom realen Irrsinn reinkommt, hätte ich nie gedacht, aber es ist interessant. Auch der Ton hört sich interessant, also nein, der Titel hört sich interessant an. Und ja, es geht um die Frankfurter Mauer. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Sie ist aber in Seckbach. Und wie gesagt, da bin ich aufgewachsen. Mit, unter anderem. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was es da mit der Frankfurter Mauer auf sich hat. Ich glaube, ich weiß, um welche Mauer es geht. Aber was da jetzt dann interessant ist, obwohl in Frankfurt wird viel Unsinn gebaut. Wir wissen es ja durch unseren ehemaligen Oberbürgermeister. Also wechseln wir mal rüber. Genau, so. Und starten mal zusammen die Folge. Der Atzelbergplatz in Frankfurt-Seckbach. Für 3,5 Millionen Euro hat die Stadt ihn komplett sanieren lassen. Einladende Betonelemente und freundliche Elemente aus Beton sorgen hier für Wohlfühlatmosphäre. Also den neuen Atzelberg, das ist so der zentrale Platz in Seckbach, den habe ich schon gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wer den designt hat, ich weiß nicht. Anscheinend wohnt er nicht da oder er hat sich nicht genau angeguckt, was er da designt hat. Es gibt ja so Ingenieure, wahrscheinlich, so Architekten, die kriegen nur einen Grundplan und bauen da mal was hin, lassen dir mal was einfallen und gucken sich das Ding nie an. Ja, es ist also nicht unbedingt das Wahre. Früher hatte er irgendwie ein bisschen mehr Charme, aber gut, okay, mit der Zeit muss es halt Veränderungen geben, das ist halt so. Aber das ist jetzt nun wirklich nicht. Und 3,5 Millionen da schon reingesteckt zu haben, ja, die hätten wir vielleicht auch andersweitig besser anlegen können. Auch das luftige Geländer ermöglicht den Platzbesuchern tolle Aussichten von oben, vor allem aber von unten. Herrlich. Ah, okay, jetzt war ich habe mir schon gedacht, dass es um diese Mauer geht. Und genau, ja, genau darum geht es im Endeffekt. Es sieht nicht schön aus, ist auch nicht schön und ja, optisch, naja. Man hätte da auch noch was dran machen können. Man guckt gegen eine Betonwand. Das ist ja, ich meine, hier ist es, sieht man ja hier, fast wie im Gefängnis. Also ich habe schon meine Fühler ausgestreckt, gegebenenfalls hier wegzuziehen. Also, ja, kann ich mir allerdings, also ganz ehrlich, diese Optik hat wirklich was von Gefängnishof. Warum zum Geier kommt man nicht auf den Gedankengang, da was dran zu sprühen? Das verstehe ich nicht. Ja, gut, weiter. Wahrscheinlich höher wie die Berliner Mauer. Es ist ähnlich hoch wie die Mauer, die sich zwischen Palästina und Israel durchzieht. Entschuldigung, ich jetzt also ich war noch nicht in Israel selbst in den letzten Jahrzehnten. Aber gibt es da wirklich eine Mauer? Ich dachte, das ist nur im Kopf so, das ist doch da unten. Oder meint er jetzt die Klagemauer? Weil das ist ja hingeht, das ist ja eine architektonische Bausache in Jerusalem. Hat was mit dem Glauben zu tun, das hat damit nicht so. Aber wie gesagt, das Ding ist absolut hässlich. Ich frage mich, warum man da nicht irgendwas dran gepinselt hat. Hey, es gibt so viele tolle Sprayer. Lass doch einfach mal den Sprayer daran, dann sieht das Ding wenigstens auch ordentlich was aus. Aber das ist aber grottenhässlich. Also wenn ich mir das jeden Tag angucken würde, dann würde ich deprimiert werden. Dann würde ich Depris kriegen. Ich frage mich, was sich ein Architekt dabei gedacht hat. Na, ist doch klar, auf die alte große Mauer noch eine neue große Mauer draufzusetzen. Insgesamt 9 Meter hoch. Also das ist wirklich definitiv Gefängnishöhe. Ja, genau. Das Mauerwerk ist eine geniale Idee des Frankfurter Planungsdezernats. Ja, richtig, du hast recht, Banksy, das wäre perfekt. Den mal da dran lassen, dann sieht die Mauer viel geiler aus. Aber ich frage mich immer noch, warum muss man da so eine riesen Mauer hinbauen? Also ich kenne, wie gesagt, ich kenne den alten Atzelberg und die alte Mauer war schon nicht keine Schönheit. Aber das ist jetzt aber eine absolute Hässlichkeit. Ey,
Echt? Nee. Und deswegen feiert man in Seckbach dieses Jahr nicht nur den Mauerfall, sondern auch den Mauerbau. Hatten Sie von Anfang an die Absicht, eine Mauer zu errichten? Es war immer eine Brüstung geplant gewesen. Und was das Planungsdezernat verspricht, das zieht es auch hoch. Ja, also, die Frage war natürlich geil gestellt, da muss ich mal sagen, das ist cool. Aber wie gesagt, lieber Planungsdezernent, ich glaube, du bist noch nicht mehr am Abend, weil die Folge ist auch schon, glaube ich, ein bisschen älter. Aber das ist mal, war, also, nee, Leute, denkt doch nach. Das Ding, das Grün davor sieht 3000 Mal besser aus als die Mauer dahinter. Und für was? Für was? Das ist völliger Unsinn. Aber es gibt Anwohner, so wie diese hier hinter der Mauer, die wissen das leider gar nicht zu schätzen. Ja. Also ich würde es auch nicht zu schätzen wissen. Ich wohne nicht mal mehr da. Ich war, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren das letzte Mal dort. Und das ist hingeht, nee. Also es muss überhaupt nicht sein. Das ist, ich finde das hässlich. Absolut hässlich. Nee. Ich fühle mich hier eingeengt. Fühle mich so klein im Gegensatz zu dieser Mauer. Hä? Naja, gut, du bist ja auch klein, wenn man sich überlegt. Also die Mauer ist 9 Meter hoch, du bist maximal 1,70 Meter, 1,80 Meter. Da bist du natürlich klein und da kommst du dir auch klein gegen diese Mauer vor. Und ich verstehe das auch. Also ich würde mich da nicht wohlfühlen. Wenn ich da jeden, wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, wenn ich da jeden Tag drauf gucken würde, ich würde irre werden. Was? So klein im Gegensatz zu dieser Mauer. Also, wer sich hier nicht wohl und geborgen fühlt, ist selber schuld. Nee. Alleine wenn ich schon dies... hat doch jemand anders Horrorfilm-Vibes? Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ja, genau. Macht sie weg. Reißt sie ab. Haben die das wirklich gemacht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ey, Schatz, wir müssen demnächst mal da hinfahren und uns das angucken, ob sie die weggemacht haben oder ob die immer noch so hässlich ist und da ist. Weil da können wir hinfahren, ich weiß, wo das ist. Das Planungsdezernat hat doch auch sofort reagiert. Ein Teil der Betonmauer ist auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger zurückgebaut worden und durch ein Geländer ersetzt worden. Nicht sein Ernst. Er will jetzt nicht wirklich ernsthaft sagen, dass dieses kleine Ding da oben drauf der Rückbau war und das entsprechend dann ein paar Zentimeter... Sagt mir bitte, dass das nicht wahr ist. Ich mach weiter und ich hoffe, es ist ein Scherz. Und er meint die Zäune da hinten, aber die waren, glaube ich, früher schon da. Na, das sieht doch wirklich noch viel freundlicher aus. Ah, okay, er meint doch die Zäune. 70.000 Euro. Ja! Wie gefällt Ihnen die Mauer denn selber? Ich finde den Platz insgesamt als neuen Quartiersmittelpunkt sehr gelungen. Wohnst du da oder sagst du das jetzt nur, weil es deine Arbeit war? Also ich meine nur, weil wenn du da nicht wohnst, dann kann ich mir durchaus verstehen. Und 70.000, ja. Und die Mauer? Ich finde den Platz als neuen Quartiersmittelpunkt sehr gelungen. Naja. Wie beantwortet man eine Frage nicht, wenn man sie zweimal gestellt bekommt, indem man zweimal die gleiche Antwort gibt? Nichtssagend. Quartiersmittelpunkt voller Lebensfreude und Frohsinn. Willkommen in Frankfurt-Seckbach. Ja, ich kenne diese Mauer und ich kenne den Platz sehr gut. Da habe ich früher sehr, sehr viel gespielt. Und das, was sie daraus gemacht haben, nee, das muss nicht sein. Aber ich kann euch versprechen, ich werde eins machen. Ich werde demnächst mal hinfahren und mir das angucken. Und dann sehen wir mal, was ich euch dazu sagen kann. Vielleicht kann ich euch dann hier sogar ein paar Bilder zeigen oder vielleicht ein Video einspielen. Mal gucken, wie dieser Platz heute aussieht. Ein paar Jahre, nachdem dieses Ganze gemacht worden ist. Wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir und ihr auch wieder lustig fandet, was die Steuerverschwendung in Deutschland angeht und diesmal sogar in meiner Heimatstadt, dann Däumchen nach oben. Nicht nur für mich, sondern auch für die Kollegen von Extra 3. Da unten könnt ihr abonnieren. Ich mache es jetzt mal so, wie Kiss gesagt hat. Also hier ist der Abo-Button. Unter dem Video, das ist das Video. Und da ist der Abo-Button.
Da könnt ihr dann draufklicken. Bei mir, ich muss nicht, ich habe schon abonniert, aber ein Like gibt es von mir. Wenn ihr dahin wollt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Und ja, genau. Dann könnt ihr da entsprechend euch das Video angucken und seht dann zu, was wie es da ist. So, genau. Und ja, mir bleibt nicht nur noch zu sagen, wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was ihr mal React haben wollt oder Kritik oder sonst irgendwas loswerden wollt, unten in die Kommentarsektion. Ich reagiere auf jeden Spruch, auf jede Mitteilung, die ihr da macht, persönlich. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, eure Josie.